Heute sprechen wir darüber, wann eine Wurzelbehandlung eine Kassenleistung ist. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße euch. Heute möchte ich darüber sprechen, wann eine Wurzelbehandlung eine Kassenleistung ist. Ich möchte das so einfach wie möglich machen. Ich werde diese Richtlinien durchgehen, zum Teil vorlesen und möchte das für Laien verständlich machen. Oftmals sind diese Richtlinien sogar für Zahnärzte immer wieder ein kleines Problem, was das Verständnis angeht. Eine Schädigung oder Traumatisierung eines Zahnnerven gibt die Indikation, eine Wurzelbehandlung einzuleiten. Eine Wurzelbehandlung im molaren Bereich. Das heißt, der molaren Bereich sind die Zähne Nummer 6 und Nummer 7 von der Mitte aus gerechnet, ist in der Regel angezeigt, wenn damit eine geschlossene Zahnreihe erhalten werden kann. Beispiel, wenn mir zum Beispiel der sechste Zahn wehtut, wir sprechen jetzt über den molaren Bereich, nur über die großen Backenzähne, wenn der sechste Zahn wehtut und dann müsste eine Wurzelbehandlung gemacht werden und die Zahnreihe ist sonst komplett vorhanden, da fehlt kein einziger Zahn, dann wäre das eine Kassenleistung. Also die Kasse bezuschusst dann diese Wurzelbehandlung. Punkt Nummer zwei ist, eine Wurzelbehandlung ist angezeigt, wenn eine einseitige Freiendsituation vermieden werden kann. Das bedeutet, wenn mir zum Beispiel der Zahn Nummer 6 bereits fehlt, ich habe eine Lücke, der sechste Zahn, und der siebte Zahn ist mein letzter Zahn und der müsste wurzelbehandelt werden, dann ist die Wurzelbehandlung am siebten Zahn eine Kassenleistung, damit meine Zahnreihe nicht verkürzt wird. Und der dritte Punkt, wo eine Wurzelbehandlung angezeigt ist, ist der Erhalt von funktionstüchtigem Zahnersatz, wenn das möglich ist, also der Erhalt des funktionstüchtigen Zahnersatzes, sagen wir mal eine Brücke an einem Zahn oder an einem Teleskop zum Beispiel, und da müsste eine Wurzelbehandlung gemacht werden und ist es auch angezeigt, eine Wurzelbehandlung zu machen, dann ist das auch Kassenleistung. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wenn eine Zahnreihe nicht geschlossen ist und mir fehlt zum Beispiel jetzt der Zahn Nummer 5 und an Zahn Nummer 6 müsste eine Wurzelbehandlung gemacht werden, dann muss das mit dem Patienten privat vereinbart werden, weil das dann keine Kassenleistung ist. Warum? Weil Zahn Nummer 7 auch vorhanden ist und man könnte stattdessen den Zahn Nummer 6 ziehen, um dann dort eine Brücke zu machen. Sagt der Patient allerdings, er möchte den Zahn erhalten mit einer Wurzelbehandlung, dann muss das privat vereinbart werden. Dann haben wir den Punkt mit der einseitigen freien Situation. Wenn der Patient bereits ein Freiende auf der einen Seite hat, das heißt, ihm fehlen die Zähne 6 und 7 und auf der anderen Seite fehlt ihm der Zahn Nummer 6 bereits und hat auf der anderen Seite, auf derselben Seite den siebten Zahn, der wurzelbehandelt werden müsste, dann ist auch das keine Kassenleistung, weil die Regel sagt, es geht nur bei einer einseitigen Freiendsituation, nicht bei einer beidseitigen Freiendsituation. Und bei der dritten Regelung, im Umkehrschluss zu der Regelung, die besagt, dass es eine Kassenleistung ist, wenn ein Zahnersatz, der Erhalt, nicht gegeben ist von dem Zahnersatz, dann ist natürlich auch die Wurzelbehandlung nicht gegeben. Von daher müsste auch das, wenn der Patient sagt, ich möchte unbedingt irgendeinen Zahn erhalten, muss das privat vereinbart werden. Ansonsten ist die Extraktion indiziert. Für alle Zähne gilt Folgendes.
Eine Wurzelbehandlung ist eine Kassenleistung, wenn der Kanal bis nahe an die Wurzelspitze aufbereitet und gefüllt werden kann. Ist das nicht möglich, dass ich den Wurzelkanal bis zur Wurzelspitze aufbereiten kann, ich komme mit meinen Pfeilen nicht bis ganz runter, dann ist das auch keine Kassenleistung, sondern muss privat vereinbart werden. Dann haben wir medikamentöse Einlagen, sind auf 3 Sitzungen beschränkt. Sollte der Patient eine 4. medikamentöse Einlage benötigen, dann ist das entweder mit einem guten Grund zu begründen bei der Kasse, das wird dann kassenintern, KZV-intern sagt man, begründet, oder es muss auch mit dem Patienten privat vereinbart werden. Die Materialien müssen biologisch verträglich sein, erprobt, dauerhaft, randständig und auf den Röntgenbildern sichtbar sein. Ist das nicht gegeben, ist auch das privat zu vereinbaren. Die Wurzelfüllung soll das Kanalvolumen vollständig ausfüllen und ist auch das nicht gegeben, ist auch das privat zu vereinbaren. Bei abgestorbenen Zahnnerven mit im Röntgenbild pathologischer Veränderung an der Wurzelspitze, also unten an der Wurzelspitze herum, ist die Prognose kritisch zu überprüfen, ob der Versuch des Erhaltes dieses Zahnes durch eine Wurzelbehandlung unternommen werden sollte. Ist das kritisch abgewogen und man sagt, okay, der Zahn kann gut erhalten werden, kann man das als Kassenleistung machen. Ist man sich aber unsicher, muss man das privat vereinbaren. Bei der Therapie jetzt nun bereits wurzelgefüllter Zähne, ja, der vorige Punkt war bei noch nicht wurzelbehandelten oder wurzelgefüllten Zähnen. So, bei der Therapie bereits wurzelgefüllter Zähne mit pathologischer Veränderung, wie bei dem vorigen Punkt, an der Wurzelspitze ist primär eine Wurzelspitzenresektion angezeigt. Das heißt, man macht das Zahnfleisch auf, man geht an den Herd seitlich ran und kürzt die Wurzelspitze. Dazu kann ich nochmal ein Video verlinken zum Thema Wurzelspitzenresektion. Der Link kommt hier oben. Ist nun eine Wurzelfüllung undicht und nicht lang genug bis zur Wurzelspitze abgefüllt, nur dann ist eine Revision in der Regel angezeigt und damit eine Kassenleistung. Das sind jetzt nun wenige Regeln, die ich jetzt verständlich rüberbringen möchte, und ich hoffe, das konnte ich hiermit machen. Und dann muss ich noch dazu sagen, es gibt dann auch bestimmte Leistungen, die im BEMA, also im, ich nenne es mal, gesetzlichen Kassenkatalog nicht vorhanden sind, die wir aber gerne nutzen, um möglichst eine gute Wurzelfüllungsqualität, eine gute Wurzelfüllung, eine gute Wurzelkanalaufbereitung zu machen, nutzen. Und das sind zum Beispiel die elektrometrische Längenmessung mit einem, ich nenne es mal, einem elektronischen Gerät, was wir haben, wo wir mit der Feile in den Zahn reingehen. Wir haben dann den einen Pol angeschlossen und den anderen Pol haben wir sozusagen in der Schleimhaut. Und dann kann man über dieses elektronische Gerät die Wurzellänge messen. Und der zweite Punkt ist die sogenannte FÜS. Das ist die Ultraschall- oder schallaktivierte Spülung im Wurzelkanal, um den Wurzelkanal mit Schall zu reinigen und gewisse, sage ich mal, Bestandteile, die nicht im Kanal verbleiben sollten, mit auf diese Art und Weise entfernen können. Diese beiden Leistungen sind mit dem Patienten zu vereinbaren, wenn er für diese Leistungen zusagt. Diese Leistungen werden zusätzlich zu den Kassenleistungen abgerechnet. Das war es auch heute zu diesem Video zum Thema, wann ist eine Wurzelbehandlung eine Kassenleistung? Liken, teilen, abonnieren, Glöckchen nicht vergessen, kommentiert,
Und ich wünsche euch alles Gute, schaut euch die nächsten Videos an und bis bald. Ciao.